Leute, wie geht's? Heute lernen wir ein bisschen über die Freundschaften. Ja, natürlich auf Deutsch. Singular, die Freundschaft, Plural, die Freundschaften. Die Freundschaft bedeutet eine Beziehung zwischen Menschen, insbesondere zwischen zwei oder mehr Freunden. Nun möchte ich euch darüber beibringen, welche Eigenschaften benutzbar sind, wenn ihr eure Freundschaften äußert. Bitte sprich mir nach, okay? Die Eigenschaften der Freunden: zuverlässig, unternehmungslustig, verschwiegen, verantwortungsbewusst, witzig, ehrlich, hilfsbereit, tolerant, gebildet, großzügig, offen, ehrgeizig, sportlich, höflich. Jetzt gebe ich euch einige Beispiele. Beispiel 1. Für mich ist es wichtig, dass meine Freunde zuverlässig sind und ich mich immer auf sie verlassen kann. Auch in schwierigen Situationen, wie diese Aussage: gute Freunde erkennt man in schwierigen Zeiten. Beispiel 2. Für Eva sind in einer Freundschaft Respekt, Toleranz und Offenheit besonders wichtig. Beispiel 3. Ehrlichkeit, Verständnis und Großzügigkeit sind sehr wichtig für mich in einer Freundschaft. Beispiel 4. Ich teile meine Geheimnisse und ich spreche über meine Gefühle wie Ärger, Trauer und Freude mit meiner Freundin. Deshalb ist Verschwiegen am wichtigsten für mich in einer Freundschaft. Ich will nun euch darüber erzählen, was Freundschaft eigentlich für mich ist. Ja, was genau Freundschaft bedeutet, kann für die Menschen verschieden sein. Aber für mich spielt Freundschaft eine wichtige Rolle in meinem Leben. Manche Leute beurteilt von äußeren Schönheit. Ehrlich gesagt, für mich ist äußere Schönheit nicht wichtig, sondern Eigenschaften. Zum Beispiel Ehrlichkeit und Vertrauen. Die Freundschaft ist wichtiger als Liebe für mich. Manche Mädchen verlässt ihre Freundin wegen ihrer Geliebte. Das finde ich Unsinn. Sowohl Junge als auch Mädchen können meine guten oder besten Freundin für mich sein. Ja, es gibt natürlich Streit zwischen Freunden, aber diese unsinnigen Streiten können unsere Freundschaft nicht zerbrechen. Zum Schluss möchte ich nur eine Rede sagen. Freunde sind wie Sterne im Himmel. Wir können sie nicht sehen, aber wir wissen, dass sie existieren. Und was glaubt ihr? Was bedeutet Freundschaft für euch? Und was ist in einer Freundschaft am wichtigsten für euch? Denkt bitte unbedingt darüber nach und entspricht.